Matches zu sehen auf Lukas Knopf TV. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in Halle Nummer 2 und es ist noch mehr fahrbar oder es ist noch mehr passiert zum letzten Video. Es ging jetzt Schlag auf Schlag. Es ist in einer Woche richtig, richtig viel passiert. Zum Anfang vom Video, Tom ist da aus Flensburg zu Besuch. Haben Ferien, Osterferien, sind in den Campervan gestiegen und ihr seid, wo wart ihr? Magdeburg noch? Magdeburg, Last Hole war da, genau hier in der Nähe. Und jetzt habe ich gesagt, komm da einfach fix vorbei, fahren wir eine Session. Ja, Tom ist gerade schon geschanzt, das seht ihr gleich im Video. Ich zeige euch mal noch ganz kurz, was passiert ist, bevor wir dann fahren. Oben ist noch Tim am Start und Christoph, der Bauherr der Halle, ist auch mit am Start und wir fahren jetzt hier eine fette Station. Nummer 1 habt ihr jetzt wahrscheinlich hinter mir schon blitzen sehen. Es ist Belag auf dem großen Roll-In. Hier und da fehlen noch so ganz kleine Sachen, oben zum Beispiel die rechte Seite. Wir gucken dann mal, ob wir hier den schon springen können. Dort seht ihr was ganz Besonderes, das Airbag ist angekommen. Ich reveal das jetzt einfach am Anfang vom Video. Ich habe das den ganzen Bauprozess über noch nicht gemacht, weil ich wollte es zeigen. Und zwar steht hier drauf Kupplung.de bei Rameter. Kupplung.de ist Deutschlands größter Anbieter für Fahrradgepäckträger, für Dachboxen. Die haben überall in Deutschland und auch in Europa Stationen, wo man hingehen kann, kann sich eine Anhängerkupplung an sein Auto bauen lassen. Wir sind in Kontakt getreten und Kupplung.de hat einen Großteil der Halle gesponsert. Ich habe euch ja schon mal angeteasert, dass wir hier einen starken Partner haben und ich kann voller Freude verkünden, dass Kupplung.de der Hauptsponsor von der Halle ist. Ihr werdet auch in nächster Zeit hier noch einiges an Branding mehr sehen und das haben sie auch verdient. Die haben richtig, richtig, richtig viel hier dazu beigetragen, dass die Halle so zu realisieren ist. Und unter anderem haben wir dann gesagt, was ist ein geiles Placement für einen Sponsor? Nummer 1, wir packen einfach das Logo richtig fett auf das Airbag oben drauf. Gucken wir mal, ob wir das Airbag heute testen können. Was ihr jetzt hier seht, ist, dass wir einfach erstmal professorisch das Ganze befestigt haben. Aber es ist geplant, dass, wie man es kennt aus dem Skills Park und so weiter, dass hier das Ganze zugemacht wird aus Holz, wie so ein Table. Dann liegt die Airbag-Landung da oben drauf. Das ist jetzt noch nicht fertig. Wie gesagt, wir sind noch voll im Bauprozess. Und dann haben wir hier einen richtig fetten Airbag-Sprung. Kupplung.de, tausend Dank. Wenn ihr irgendwas in der Art braucht, Fahrradträger, Dachboxen und so weiter, Werbung an der Stelle natürlich. Aber ich glaube, da könnt ihr mir beistimmen, dass das einfach eine super, super passende Werbung ist. Und ich bin einfach super happy, dass Kupplung.de hier dabei ist. Und ja, mega geil. Fahrradträger habe ich natürlich auch bekommen, habe ich am Auto hinten dran. Super geil. Und ohne die wäre das hier nicht möglich gewesen. Ich zeige euch noch ein bisschen mehr. Jawohl. Hier ist unter anderem jetzt auch Belag drauf und es rollt einfach super smooth. Hier hinten ist Belag auf der Quarter. Übelst breites Ding, übelst hohes Ding. Und eigentlich ist fast alles jetzt in Belagplatten eingehüllt. Hinten der Roll-In, den seht ihr einfach gleich durch die Helmkamera. Der ist auch mit Platten bedeckt. Hier und da, wie gesagt, fehlt noch was Kleines. Hier oben drauf zum Beispiel. Aber es ist viel passiert. Etliche Belagplatten drauf, etliche Schrauben wurden gebraucht. Und Tables, noch nicht ganz fertig. Leider noch nicht ganz ausgehärtet. Aber vierer Table-Line hintereinander. Was ihr jetzt auch seht und wer das Bauvorhaben aufmerksam verfolgt hat, hat ja eigentlich mitbekommen, dass hinten die Anfahrt war und die Tables sollten hier lang gehen. Wo ich aber jetzt letztens hier die erste Testrunde gefahren bin, auf den großen Sprüngen, bin ich hinten hoch, bin dann mit Schwung oben auf die Quader, auf das Deck und habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich super geil, wenn man jetzt einfach nur oben zurückrollt, kann reintroppen und hier wieder zurück. Macht halt super Sinn. Anstatt jetzt nur zwei Sprünge zu fahren und dann wieder zurückzuschieben, hat man somit zwei Sprünge, eine kleine Pause oben, wo man einfach entspannt rollt, droppt wieder rein und hier vier Sprünge zurück. Ich habe das, ist bei Weitem nicht so wie La Poma von der Fülle der Sprünge, aber man hat diese Mini-Trail-Line und das sind vier oder fünf Sprünge gerade, dann hast du hinten die Kurve und dann geht es nochmal drei, vier Sprünge zurück und so ähnlich habe ich mir das hinten dann gedacht bei der Quarter. Ich war da oben drauf und dachte mir, oh, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein und dann haben wir gesagt, komm, wir ändern einfach die Richtung und bauen die Tables in die Richtung und dann haben wir jetzt sozusagen
7 Hindernisse. 2 Sprünge hier auf die Quarter, kannst du nochmal einen Barspin hochmachen, Nummer 3 und dann 4 Tables in die Richtung. Dann kommt man hier hinten wieder raus und kann wieder nach oben krabbeln. Also super gut. Leiter ist natürlich auch noch provisorisch. Tipp top rein. So sieht's aus. Übelst geil. Airbag ist aufgeblasen. Kam genau heute an. Der Lüfter kam einfach eher. Das ist eigentlich ja halt von einer Firma, ne? Jetzt rennen wir hoch. Da seht ihr das Logo nochmal. Kupplung.de bei Rameter. So geil. Danke Kupplung.de. Übelst gut. Wir gehen jetzt zu Beginn des Videos gleich mal hier hoch. Ich bin eigentlich heiß drauf, das Airbag zu testen. Aber ich lasse das jetzt nochmal ganz kurz bleiben, denn ich habe vor ein paar Tagen hier einen Transfer gefunden, der ziemlich, ziemlich gut ging. Und zwar droppe ich hier rein, springe den Absprung jetzt nicht einfach gerade, sondern nach rechts rüber. Wo nämlich der Airbag noch nicht da war und noch nicht drauf lag, war das einfach ein übelster Stepdown. Und ich hatte keinen Bock, diesen Stepdown zu springen und habe dann gesagt, komm, test jetzt mal, spring mal nach drüben. Und es ging auch super gut, das mache ich jetzt einfach nochmal. Aber vorher gucken wir nochmal kurz den Boys zu. Jo. Und da besteht noch rum. Jo. Barspin, Barspin. Die pinken Motion-Handschuhe stechen einfach voll raus. Ich bin sogar ein Stück zu weit. Mein Helm ging gerade einfach nur. Okay, wir nutzen jetzt mal alle neuen Hindernisse. Ich mache jetzt mal hier Schwungaufbau und dann fahren wir einfach direkt mal die neu gebauten Tables. Muss euch aber dazu sagen, ihr seht, die sind noch ziemlich nass. Man sinkt noch ein, also da muss was gemacht werden. Aber dann seht ihr schon mal, wie das Ganze dann funktioniert. Boing. Wie gesagt, noch ein bisschen nass am letzten Sprung, hat mir der Schwung gefehlt, habt ihr gesehen, aber war auch vielleicht, also ich denke, es geht sogar besser, weil ich habe jetzt oben mit diesem Tail-Tap begonnen und als ich vorhin von oben reingedroppt bin, hatte ich besseren, perfekteren Schwung. Das machen wir dann gleich nochmal. Jetzt bin ich einmal hier, jetzt fahre ich erst die Line, dann die Table-Line nochmal, weil vorhin ging die, habe ich ein bisschen besser auch getroffen, aber was ich jetzt sagen wollte, ist vorhin, wo alles gepasst hat, hat man schon gemerkt, dass es einfach geil float. Vor allem mit diesen zwei Hips am Ende, einmal nach links, einmal nach rechts. Und ja, einfach geil. Da kommt die Sonne rein. Draußen ist aber tatsächlich super matschig, weil es übelst geregnet hat. Von daher, Bombe. So, jetzt Anlauf von hier, vielleicht habe ich zu viel versprochen, vielleicht ist es zu nass. Ne. Jetzt war gut. Und jetzt stehst du hier und jetzt kannst du direkt einfach da hochgehen. Das ist noch Kletterpark jetzt hier gefühlt, aber geht. Hier kommt noch eine Treppe ran, Stufen und so weiter. Okay, das wird schön. Ja. Und Statement, Tom, wie ist es? Ey, das ist eine so geile Halle.
als wenn ich hier würde ich 30 Euro für eine Stunde wahrscheinlich zahlen, trotzdem. Musst du nicht, so teuer war der Eintritt nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind jetzt einige, sage ich jetzt für YouTube, einige vielleicht neidisch, dass Tom jetzt schon hier fährt, aber Tom sei es gegönnt. Ja. Weil Tom, wie alt bist du, 12? 11? 13 bist du geworden. Tom ist 13 Jahre jung und fährt richtig geil Fahrrad. Ja. Und für alle anderen, das genaue Datum steht noch nicht, aber ihr könnt auch bald hier fahren, definitiv. Ich hoffe. Seit 11 Jahren schon. Hä? Ich fahre bald seit 11 Jahren. Ey, seit du 2 bist, fährst du? Ja, 3. Ich werde bald 14. Geil. Christoph steht oben, hat Bock, das Airbag mal zu testen. Erste Fahrt überhaupt auf dem Kupplung.de Airbag. Bin gespannt. Ey, es wird noch besser, aber das können wir jetzt schon zeigen. Man sieht es auch im Video blitzen. Spannworte. Wir wollen es halt testen und dann wird es halt getestet. Wir müssen ja wissen, ob es funktioniert. Und wenn ihr das nächste Video seht, ist es richtig Premium. Versprochen. Ja. Mega geil. Geht gut? Super geil. Nice. Ich finde es einfach cool, jetzt einfach auch diesen Weg hierher zu filmen, weil es einfach alles, keine Ahnung, ist halt so neu. Ich habe auch gerade einfach übelst Spaß am Filmen, weil, sage ich jetzt auch einfach frei von der Leber, wenn man in Marino an der Dirtwies schon in seinem Leben 30 Videos gefilmt hat, ist es nicht mehr ganz so aufregend. Aber jetzt hier ist halt alles neu. Ich fahre gerade Sachen zum ersten Mal, filme die für euch auch gleich mit. Und es macht einfach mega Bock. Richtig geil. Are you Reggae? Oder soll ich erst? Ich kann auch. Nee. Tom will auch gleich. Nee. Also du hast ein bisschen reingebremst. So mal kurz. Einmal kurz. Wie drüben halt, ne? Oder? Ja, wenn du flippen willst, würde ich es fast laufen lassen. Nee, oder nochmal ganz kurz. Mal ja. Okay. Yes, sir. Yo. Erstmal angetestet, smart. Yo! Also, ich sag's Robert in die Kamera. Flip und danach Barspin Air funktioniert. Ich weiß, ich wäre eh geroastet in der Comment Section, dass es wieder ziemlich eng ist wie in unserer anderen Halle. Das haben wir aber auch schon bei Bauvideos erzählt und es ist vollkommen bewusst, dass das natürlich mit 1-2 Metern Flat mehr cooler wäre. Aber rein von der, wir haben sämtliche Ideen und Varianten durchgesponnen, was wir hier machen können und wie wir alles anordnen. Und das war, so wie es jetzt ist, platztechnisch einfach die beste Variante. Sonst wäre immer irgendwas weggefallen. Sei es der Trickstep-Up, der kleine, sei es Einsprung von der Tableline oder. Und was wir hier machen können an dem Airbag, wir können ja die Luftzufuhr einstellen. Und wenn der Prall gefüllt ist, bounced man da drauf und es geht eh nicht gut zu fahren. Jetzt checken wir mal kurz Tom ab. Yo! Übrigens. Yes. Wir haben hier unten das Airbag so aufgemacht, das sieht man, dass wenn man unten über die Kante rollt, das Airbag einsinkt. Weil das hat ja diese Luftlöcher an der Seite und dann drückt es die Luft raus und demzufolge ist der Übergang unten, wenn das jetzt so prall aufgefüllt ist, sieht man 30 cm Übergang nicht so gut. Aber wenn du drüber rollst, gibt es unten nach und man kommt gut in die Quarter. So war jetzt hier mein Gefühl und ja, geht gut. Wer uns irgendwie hier 2 Meter in die Halle noch einsetzen möchte, weil er zaubern kann, können wir gerne machen, aber es geht geil, funktioniert geil, fetzt, richtig gut. Ein paar Stunts aufs Airbag zimmern.
haben euch eigentlich jetzt in dem Video alles Neues gezeigt. Wir sind eigentlich alles gefahren, was es in der Halle gibt. Tables, Airbag, Transfer nach rechts, große Line schon. Mini-Kicker bin ich heute tatsächlich, den Trickstepper bin ich heute nicht gesprungen. Aber nichtsdestotrotz ist das Video noch nicht ganz vorbei, würde ich sagen. Weil die Line macht so Bock. Ich mache jetzt hier definitiv mal noch 2-3 Runden für euch. Wenn nicht sogar mehr. Schauen wir mal. So, und wenn jetzt das Ding hier weg ist, kannst du halt 1A hier rum, das kommt noch ab und dann Table 1 zurück. Yes! Alter, die float auch so gut und da ist die float so gut und da ist sie noch nicht mal fest. Tom hat gerade gesagt, er hat den Cheatcode für Barspins gefunden. Was ist der Cheatcode? X und zweimal F. Zweimal Dreieck, ne? Ja. Und warum geht er? Deswegen geht er. Und deswegen. Ja. Hab ich heute eingebaut. Ja, die durchgehende Kralle hast du heute eingebaut. Ja. Rotor hast du selber montiert. Ja. Ist geil. Also, wenn man hier Fachschrauber raufklebt, nicht nachmachen, gefährlich, dann ist man Fachschrauber. Geheimtipp. Yes, Tom! Yes, Tom! Yeah. Yo! Yes! Okay, also ein bisschen was passiert in dem Video, wie gesagt, ich habe euch versprochen, wir machen noch ein paar Lines. Ich habe was gemacht die Tage, also ich meine, es sind keine Crankworks-Größen, aber ich habe gestern war es, da haben wir nicht gefilmt, Flip-Whip gemacht über den ersten und den will ich jetzt auf jeden Fall nochmal für euch fürs Video machen, weil das geht, ich musste das unbedingt rausfinden. Sprung hat eine ordentliche Größe, auch für den Trick. Und wichtig ist natürlich hier auch, weil es eben relativ eng ist, so ist es bei technischen Sprüngen einfach. Das kennt ihr, wenn ihr Trails fahrt und so weiter. Man muss halt gut reinkommen und dann kann man auch hinten noch stressfrei was machen. Heißt, wir machen nochmal eine coole Line. Ich weiß noch nicht, was ich hinten mache, aber hier auf jeden Fall Flip it. Christoph hat gesagt, Alter, wie hoch, ich sehe das ja von außen nicht. Ich wollte aber tatsächlich hinten was, ich sag mal, was Cooleres machen als einen Truck. Also ich mache nochmal eine Runde, aber yo, sui to bar. Boing. Ja, Truck mache ich ja ständig, das wollte ich damit sagen. Das war's aus Halle Nummer 2. Wir sind fast alles gefahren. Das Airbag ist da. Ihr wisst jetzt, wer hier die Halle gesponsert hat. Tausend Dank an Kupplung.de, die hier einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass hier das Ganze so funktionieren kann und bald für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Wie gesagt, ihr seht, es ist noch ein bisschen was zu machen, auch wenn vieles schon läuft. Und wie gesagt, ich nehme euch mit. Ich zeige euch, wie es funktioniert, ob alles läuft. Max hat tatsächlich gerade mit Michael Riegeberg, der ist gerade auch da in der anderen Halle, noch eine andere Rampe gebaut. Ist aber ein anderes Projekt schon wieder. Egal. Wir haben gerade im Shop bei The Motion Brand eine Aktion, die zählt nur noch heute. Wir haben es eher geschafft, kein Video zu filmen, aber jetzt nur noch am Sonntag. Wir haben gerade bei The Motion Brand im Shop eine Aktion. Es gibt 6 unserer Jerseys für 60% weniger, heißt statt 50 Euro für jeweils 20 Euro. Die Aktion zählt jetzt nur noch heute am Sonntag, wo jetzt das Video rauskommt. Camo Jersey, rot. Grün, zweimal rot sogar, schwarz, blau, checkt's aus, Link ist unten. Jedes Jersey nur 20 Euro, könnt ihr euch für die neue Saison noch einen kleinen Schnapper am Anfang ergattern, wenn ihr Bock drauf habt. Danke an kupplung.de und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Peace.